heutiger Stargast, Sie werden ihn gleich hören, würde ich sagen. Und da ist er schon. Recht herzlich willkommen. Bonjour. 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 Bitte schön. Er spricht zwar sehr, sehr gut Deutsch. Hola. Hola. Bonjour, Pascal. Bonjour. Comment allez-vous? Très, très bien, merci. Das ist der Herr Reinagel, der Dolmetscher. Das ist der Herr Hüller. Sehr nett. Bitte schön. Bitte, macht nein, bitte schön, Platz zu nehmen. Bitte, setz mal hin. Das ist gut gegen die Nervosität. Willkommen in Österreich, Cocktail. Aber, okay. Viel Vitamine. Ja, danke. Sie machen Workshops. Ja. Für Steppen. Ja. Wie ist denn das? Muss man schon was können, wenn man zu Ihren Workshops kommt? Oder muss man schon ganz perfekt sein im Steppen? Oder kann man auch als Anfänger kommen? Ja, I mean, alle Leute können tanzen. Von 5 Jahre alt bis 80 Jahre alt, wie in Amerika. Warum nicht? Ja. Und muss man schon viel Vorkenntnisse haben? Nein, nein. Nee. Nur lächeln, wie ich. Mhm. Lächeln ist gut für den Tanz. Genau. Das heißt, es können auch Antitalente wie ich hingehen. Bei Lächeln. Lächeln. Bei Lächeln kann ich schon. Also bitte lächeln, jetzt. Ja. Also bitte lächeln Sie jetzt. Pascal, es sind 250 Workshops ja. In 22 Ländern ja. Hinter sich. Ja. Haben Sie noch Zeit für Privatleben? Ja, ja. Ich tanze im Flugzeug überall. Genau, I mean, überall, im Flughafen, im Bahnhof. Das nur, ist nicht, mein nur nicht während des Starts und während der Landung. Ich habe gehört, ab Herbst werden Sie nach Wien ziehen? Ja, ja? Ich werde eine Wiener. Ein Wiener? Ja. Ein echter Wiener? Ja, ich war in Berlin 2 Jahre und vorher Paris, aber Wien ist besser für mich. Warum gerade Wien? Wien, oh, die Leute sind fröhlicher, mehr fröhlicher. Ja. Die Akzent ist schön. Die deutsche Akzent hier in Österreich ist schön für Franzosen. Ist more, Gesang. Gesang. More Gesang in der Stimme, Sprache. Ja. Ja. Ah, alles klar. Na, hoffentlich haben Sie auch so viel Rhythmusgefühl für Steppen. Ja. Das ist wichtig. Ja, und Rhythmus, ob ich schon Musik und so gehen. Ja, ja, überall. Gut Stepptänzer überall. Nur Happiness. Also das ist eigentlich ganz einfach, die Sache. Hast du schon mal probiert? Oh Gott, bitte, nicht diese Nummer jetzt. Gut, ja? Die große Blamage, sie will, dass ich tanze. Nein, nein. Nie. Herr Hüller, Sie haben einen 14-jährigen Sohn. Ja. Wie heißt er? Jean-Mathieu. Tanzt er auch schon? Nur Musik. Er studiert Musik. Mhm. Sie haben ja auch schon als Bub natürlich begonnen mit dem Tanzen. Wie alt waren Sie, als Sie begonnen haben? Ich war 15. Mhm. Ich habe studiert Klavier, die Trompete, Klassisches und Jazz und Tanzen auch. Mhm. Alles Kunst. Der Stepptanz, woher kommt der eigentlich? Amerika, ja. Aus Amerika? Ja, von Schwarztänzer. Mhm. Ja. Schon eher ein alter Tanz? Ja. Tradition? Und, ja. Mhm. Es ist sehr leicht mit mir. Das ganz sehr leicht. So viel über Stepptanz. Man muss kommen bei Universität. Mhm. Das ist sehr leicht mit mir. Mhm. In einer Stunde, das ist Fred Astaire und Ginger. Ja, zwei Stunden. Also eine Stunde haben wir jetzt nicht Zeit, aber Sie sind so freundlich und werden uns eine kleine Performance hier ja. geben. Ja, okay. Ja. Also ich probiere eine Tanz. Herr Reinagel, danke vielmals. Sie haben nicht viel zu tun gehabt, weil er kann nicht nur Trompete spielen. Ich habe gesagt, er spricht sehr gut Deutsch. Ja, ich probiere eine kleine Tanz für euch, a cappella und einen verrückten Tanz. Eine verrückte? Ja, freuen wir uns. Wie ich. Ja. Okay. Das heißt Rhythm Tap. Es ist Schwarzstil Jazz. Nicht schlecht, ha? Nicht schlecht. Okay.